So, liebe Freunde, und da sind wir auch schon wieder hier zurück bei Game Dev Tycoon. Ihr seht, hier wird noch fleißig erforscht, trainiert, meine ich natürlich. Währenddessen sich Exdeus wesentlich cooler verkauft, als ich erwartet hätte. Das geht echt noch besser von der Hand. Ja, Grapple kommt jetzt mit seinem Grip-Pad, dieses Krüppel-Ding da. Habe ich gar keinen Bock drauf, muss ich mir ganz ehrlich sagen. Da guck lieber, was kostet eigentlich 3D-Grafik V4, die neueste 3D-Grafik. Was kostet die? Kann ich mir nicht leisten, schade. Haben wir ein paar neue... Ne, trainieren haben wir jetzt schon gemacht. Strategie. Wir müssen ein Strategiespiel entwickeln. Und zwar ein Mittelalter-Strategiespiel. Und zwar nur für den PC, weil ich glaube, sowas verkauft sich echt nur auf dem PC. Mit der Swag 9 Engine. Und wir nennen es Mittelalter-Strategie. Ja, das ist doch ein absolut geiler Spielname. Ich muss sagen, Strategie ist ein Feld, da bin ich in meinem Leben noch nie rangekommen. Also das habe ich selbst noch nie gespielt, also doch schon gespielt mit Command & Conquer und so. Aber ich habe das echt nie gemocht. Okay, ich glaube, Engine muss hier ganz hoch, genau wie Spielemechanik ganz hoch. Aber Story Quest, das kann echt runter, deswegen brauche ich keine verzweigte Erzählung. Wir brauchen einen Mehrspielermodus, ganz wichtig. Ein Tutorial, Benutzererfahrung, Charakterentwicklung brauchen wir nicht. Erika macht Story Quest, das finde ich verschenkt. Soll lieber Shane machen, weil es ist diesmal nicht so wichtig. Mick macht die Engine, das finde ich gut. Ich mache die Spielmechanik, das finde ich auch gut. Dementsprechend gehen wir weiter in den nächsten Step und machen schon mal Zeitschriftenmarketing. Und ich verpasse gerade immer irgendwie terminlich total die Games. Das Grip-Pad ist draußen, das hat kein Schwein. Diese Apple-Hipster-Scheiße braucht auch keiner. KI ganz hoch. Level-Design ist auch wichtig. Dialoge sind gar nicht so wichtig. Deswegen kommen bessere Dialoge. Dialogbaum kommt raus. KI-Gefährten bleibt drin. KI von Shane Page ist auf alle Fälle eine nicht so gute Wahl. Das macht lieber der Mick. Erika macht die Dialoge. Das kann die Shane machen. Und ich mache das Level-Design. Das ist immer eine gute Wahl, weil ich bin immer so eine gute Zwischenperson. Immerhin knapp 10 Millionen haben wir mit EOS Dex gemacht. Mit Exdeus. EOS Dex. Scheiße. Okay, Marketing. Eine kleine Kampagne. Let's go. So, Mick ist überarbeitet. Der sollte die Grafik machen. Was macht Mick eigentlich? Achso, bei Grafik wusste ich eigentlich nie, ob das wirklich gut ist. Lass mal lieber mal Erika Robinson mal machen. Und ich glaube, Weltdesign ist wichtig. Grafik ist sowieso gar nicht wichtig. Sound ist vielleicht ein bisschen wichtiger. Das können wir auch dann, habe ich alles so lassen, wie es ist. Wir machen Open World, machen wir nicht. Day Night zeigt auch nicht. Rich Background Story brauchen wir auch nicht. Ja. Soundtrack können wir drin lassen. Soundtrack ist mal eine gute Beigabe. Ab dafür. So. Marketing. Zeitschrift nochmal. Mal geworben. Und mit dem fast fertigen Spiel nochmal eine große Kampagne angeleiert. Dann noch die Bugs fixen. Ich freue mich diesmal sehr viel Technologie. Das könnte sich wirklich als sehr gut erweisen für Mittelalter-Strategie. Ein Spiel mit einem so dermaßen innovativen Namen. Also da kann man ja echt glatt neidisch werden. Oh, ein Bug. Ein Bug. Kein Bug. Dein Bug. Mein Bug. Okay, wir haben es gepackt. So, auf jeden Fall ein fetter neuer Rekord für Technologie. Stufenaufstieg für Sound. Und Surround Sound jetzt verfügbar. Ja, und du willst mal wieder umziehen. Ich weiß, du findest die Bude kacke, aber ich sage nope. Wir warten noch ab, wie die Bewertungen sind. Und sie sind super. Yep, muss man haben, sagt Star Games. Jeder liebt es, sagt Informed Gamer und gibt auch eine 10. Das Beste seiner Art, sagt Game Hero. Und nur eine 9 gibt All Game Strategie, funktioniert gut auf PC. Ja, super.
Das Spiel wird abgehen. Guckt auf die Zahlen, guckt auf die Zahlen, guckt drauf, guckt drauf, guckt drauf. Und Abschuss. Wuhuhu, yeah. Bam, Bitch. Das verkauft sich gut. Ja, direkt 500.000. Wir sind auf Rang 1 gegangen mit Mittelalter-Strategie. Yeah. Ja, und jetzt lehne ich mich zurück und freue mir gerade einen Ast, dass das Spiel sich besser verkaufen wird als, World of Terror, also Alien Paradise. Los, Swagger Games, gut gemacht. Ja, das sage ich mir auch. Wenn wir mehr als 3,2 Millionen Kopien verkaufen, und das werden wir machen, weil wir haben gleich schon die 3 Millionen Kopien. Ich habe Mittelalter-Strategie gespielt und das Erlebnis ungemein genossen. Das Spiel strahlt vor technischer Kompetenz. Die Entwickler wissen offensichtlich, was sie tun. Nur selten wird dich ein Spiel so fesseln wie Mittelalter-Strategie. Christopher Ricknell von eGaming Check. Yeah, und immer noch Platz 1. Wir haben schon fast 60 Mille auf dem Konto. Ich glaube, jetzt können wir auch dann demnächst umziehen. Ja, das ist doch schön. Das freut mich gerade. Mensch, da hat sich's endlich mal gelohnt, mal wieder alles richtig zu machen. Dann gibt's auch direkt ein paar Spielberichte, nämlich zu Mittelalterstrategie und zu Exdeus. Und wir haben unseren Verkaufsrekord schon fast gebrochen. Aha, ja. Geht mal wieder um Computersicherheit, weil, dass wir nicht gehackt werden können. Jupp, 50.000, die können wir mal raushauen. Die habe ich ja locker in der Tasche. Ach, das funktioniert doch hier. Wunderbärchen. Alles klärchen. So, Cyberpunk und Rollenspiel ist großartig. Spielmechanik scheint sehr wichtig zu sein. Okay, war irgendwie alles ganz gut. Achso, jetzt hier noch. Ah, okay, ja. Ich hab wieder das Team nicht ganz mitarbeiten lassen. So. Ja, super. Hat doch 1A funktioniert, deswegen direkt jetzt mal 3D-Grafik V4 erforschen. Ja, das war jetzt ja zu erahnen. Okay, können wir noch irgendwas mit erforschen? Mal schon eine neue Engine machen. Wir können mal Easter Eggs mit reinbringen. Nee, Erfolge. Obwohl, nee, Mod-Support. Grundlegende Physik können wir mit reinbringen, das ist für einen Shooter bestimmt ganz gut. Und dann noch ein neues Thema erforschen, ein Musikspiel. Ja, das passt ganz gut. Auch noch ein neues Thema erforschen, haben wir alle Punkte aufgebraucht, nämlich alternative Geschichte. So, wir gehen jetzt mal mit einem großen Messestand auf die Messe, weil wir haben ein großartiges Spiel mit Mittelalterstrategie. Da kann man auch mal ein bisschen protzen. Haben 3,7 Millionen Einheiten verkauft und immerhin 40,7 Millionen damit gemacht. Das ist megamäßig fett. Also jetzt können wir dann auch umziehen. Ja, ja, Mick kommt wieder an. Mick will wieder umziehen. Mick will wieder alles gut, alles toll, alles gut. Deswegen 8 Millionen. Geben wir aus. Und betreten unser neues Büro und haben einen Soda-Automaten. An dem können wir unsere Mitarbeiter mal so richtig abziehen. Denn 10 Euro für eine 0,2er Cola, das ist nur gerechtfertigt. So. Ja, neue Trainingsoptionen, die sind super. Bringen uns zwar noch nichts, aber egal. So, jetzt habe ich sogar schon 3 Bildschirme. Irgendwann kriege ich Augenkrebs. Und eine eigene Engine mit 3D-Grafik V4 nur drin, der neuesten 3D-Grafik. Grundlegende Physik ist noch mit drin, das reicht auch schon wieder. Die neue Swag 10. Ne, das kommt vor. So, da. So Leute, kommt, entwickeln wir eben die Swag 10. Eine Forschungs- und Entwicklungsabteilung, ja, das können wir echt mal machen. Aber dazu brauchen wir halt einen Design- oder einen Technikspezialisten und das dauert eine Weile, ehe man die zusammen hat. Aber die bilden wir natürlich aus, das ist gar kein Problem. Aber erstmal müssen wir noch ein Spiel entwickeln und ihr müsst noch alle eine Runde Urlaub machen, denn noch ein Spiel haltet ihr nicht durch. Das sage ich jetzt mal einfach aus Erfahrung, weil ich weiß, meine Mitarbeiter sind alles Luschen. Nee, sind sie nicht, aber nach einem dicken Game sind die meistens schon richtig platt, deswegen braucht man ja auch mehr Mitarbeiter. So, ja, Platz 46, richtig viele Fans generiert.
Im Jahr 23, Mensch, das geht schon wieder dem Ende entgegen hier im Spiel. Aber, nee, ich habe ja gesagt, ich mache ein endlos Let's Play draus, deswegen, oh, wieder Auftragsarbeit. Oh, große Aufträge. Wir können ja mal einen großen Auftrag machen als Auftragsarbeit. Das lohnt sich immer, weil dann kriegen wir nämlich mehr Käufer ran und... Aber wir brauchen für ein großes Game, brauchen wir auf jeden Fall sechs Mitarbeiter. Das geht nicht mehr, das geht dann nicht mehr ohne. Okay, dann warte ich damit mal noch, bis ich noch mindestens noch ein Spiel rausgehauen habe. So. So, dann heißt es erstmal für euch Urlaub. Ganz wichtig, alle mal eine Runde Urlaub machen. Und ja, ich mache mir gleich schon mal Gedanken, was wir hier für ein neues Spiel rausknacken. So. Zack. Ah, sie kommen schon langsam wieder. Ein neues Spiel entwickeln, ein mittleres Spiel. Das Thema ist diesmal alternative Geschichte. Das ist ein Actionspiel. Das bringen wir heraus für die M-Box, für den PC und eine spezielle Abzock-Version für das Grippad. Zack. So, mit der neuesten Engine. Ne, die neueste Engine ist die 10er Engine. Und das Spiel nennen wir Nazis töten. Ja, das ist doch mal ein geiler Spielname. Ein Actionspiel von Swagger Games für Erwachsene. Ne, für jedermann. Jedermann soll Nazis töten. Das finde ich gut. Darin finde ich mich wieder. Nazis abknallen. Das hat mir schon immer Spaß gemacht. Deswegen 3D-Grafik V4. Und wir starten die Entwicklung. Machen direkt mal eine Runde Marketing zur Eröffnung. Für Nazis töten. Haha. Oh, es kommt das Microsoft-Tablet, das Amp-Pad. Na, darauf kann ich auch noch was entwickeln. So, okay. Engine, Spielmechanik, ganz viel. Storyquests, nicht so viel. Mick Brash macht die Engine, das ist gut. Spielmechanik mache ich, das auch gut. Und Storyquests macht Chain, das ist auch okay. Ja, das nehmen wir mal raus hier. Aber dafür haben wir die grundlegende Physik rein. Mehrspielermodus, Speicherstand, alles mit drin. Nazis töten. Geht direkt weiter. Nazis. Oh, das ist direkt schon dann der Fortsetzungstitel. Nazis töten geht weiter. Hallo, ich bin Jason Green von Gaming World. Ich habe gehört, Swagger Games arbeitet gerade an einem neuen Spiel. Wären Sie bereit, uns Informationen zu Ihrem aktuellen Spielprojekt zu geben? Ja, 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 bla, bla, bla. Ja, ich push mal das Spiel. Hey, das Spiel wird geil! Derbstes Spiel ever! Allein schon das Thema Nazis töten wird einschlagen wie eine Bombe. Wie eine V2 wird das Ding einschlagen. Aber natürlich nur auf den Kopf von Adolf Hitler. So, Dialoge sind ganz schlecht. Boah, kein Mensch in so einem Spiel. KI ist ganz wichtig. Level Design ist auch ganz wichtig. Deswegen, KI-Gefährten kann man mit drin lassen. Mick Brash macht die KI. Level Design mache ich. Dialoge macht Shane. Okay, alles soweit. Gut. Wir machen ordentlich Hype. Oh, meine Gitarre wackelt. Ordentlich Hype. Ordentlich Hype. Hype, Hype. Hyper, hyper, weiter, weiter. Oh, Release Date, ja, das ist echt immer so eine Sache. Aber wir von Swagger Games, die sind ja fortschrittlich, wir sind nicht wie EA und DICE, wir hauen unsere Spiele erst dann raus, wenn wirklich keine Bugs mehr drin sind. Und Infanto hat die neue Wii, also die Wii, ja, die erste Konsole hier, die Wii U quasi mit dem Tablet, die soll jetzt kommen. Habe ich noch nicht vorgelesen, deswegen gibt es jetzt mal wieder eine Runde auf die Ohren. Dies soll lokale Multiplayer-Spiele interessanter machen, da jeder Spieler einen eigenen Bildschirm hat. Infanto war immer als erster mit neuen Innovationen auf den Markt und diese Konsole scheint wieder einmal ein mutiger Schritt zu werden. Die Wii soll später nächsten Jahres verfügbar sein. Alles klar. Gut, Grafik ganz hoch, ist ein Shooter, Weltdesign ein bisschen runter. Sound machen wir ohne Soundtrack, 3D-Grafik V4. Rich Backstory. Lass mal draußen, obwohl, nee, ach doch, ne, ich weiß gerade nicht. Shane Page macht den Sound ist gut, Level Design ist auch gut, macht beides Erika. Ich glaube, Grafik ist aber kein, das ist aber, Grafik mache ich mal lieber, das, ja, das ist ein bisschen übertrieben, aber,
Es ist einfach besser, wenn ich das mache, weil ich bin halt einfach auf alles spezialisiert. Dann geht das immer ein bisschen besser. Und wir haben verdammt viele Bugs in Nazis töten drin. Ist ein Shooter nicht eher ein Designspiel? Ich weiß das gerade gar nicht. Irgendwie gerade komisch, diese Verteilung hier. Ah, jetzt gibt es noch ein paar Pünktchen. Zielgruppe Erwachsene, das decke ich gerade nicht ab, aber ich mache trotzdem mal noch marketingmäßig eine große Kampagne. Eine ganz, ganz große. So. Letzten Punkte noch entwickeln lassen. So, das M-Pad ist veröffentlicht worden. Nein, ein Bug ist drin. Nein, verdammt, ich mach's schon wieder. Jetzt ich hau meine Spiele verbuggt raus. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Oh, veröffentliche ein erfolgreiches Spiel in allen Hauptgenres. Okay. Weiß das Spiel schon, dass ich erfolgreich sein werde? Weiß das gar nicht. Ah, okay, jetzt erfahren wir gerade, dass das M-Pad nicht, also das M-Pad von Microsoft nicht mit dem Grip-Pad von Grapple mithalten kann. Oha, das heißt, das M-Pad ist nicht so gut. Ja, Bewertungen sind okay. Wunderschöne Nazis töten. Das Kommentar von Stargames dazu ist wunderschön. Ja, sehr unterhaltsam, sagt Game Hero. Ist okay. Also kann ich mit leben. Ich denke, das Ding wird jetzt Erfolg haben. Weil wir haben einen großen Hype drauf. Wir verkaufen gut. Wir verkaufen, naja, Rang 35. Es ist auf jeden Fall nicht der erhoffte Hit. Oh, jetzt wurde, also ich habe ja gesagt, dass das Spiel sehr erfolgreich wird. Jetzt, wo das Spiel auf dem Markt ist, ist die allgemeine Meinung, dass YOLO-Yuga sollte besser aufpassen, das fertige Produkt doch nicht die Erwartungen erfüllt. Im Großen und Ganzen hatte das einen negativen Einfluss auf die Verkaufszahlen. Ja, nicht so schön. Okay, ich würde dann sagen, wir holen uns auf jeden Fall mal für eine Mille jetzt mal Leute ran hier. Weil wenn ich ein großes Spiel angehen will, brauche ich halt noch zwei Leute mehr mindestens. Weil ich will jetzt gleich mal nach Auftragsarbeit gucken und ich könnte eigentlich schon mal wieder eine Pause einlegen. Ah, das ist doch hier die Sache, auf die ich gewartet habe. Technologie 2, ja, dafür aber Design richtig stark, der Colton Clark. Aha, Technologie auch nicht schlecht. Christian Robertson, du hast gute Geschwindigkeit. Hast wenigstens ein bisschen Technologie, nicht so wie, hast sogar noch ein bisschen mehr, kostest auch ein bisschen mehr, aber du bist es mir wert, du wirst eingestellt, wir können jetzt große Spiele erforschen. Und die WU wurde veröffentlicht. Okay, Forschung. Große Spiele, Dankeschön. Und wir machen jetzt noch einen Techniker, holen wir uns an Bord für eine satte Mille. So, dass wir nämlich dann gleich dann auch ein großes Spiel entwickeln können und du machst deinem Mitarbeiter Einarbeitungstraining. Wir gehen mit einem kleinen Messestand auf die Messe, denn bei unserem letzten Game war es nicht so gut. Oh, ein Mitarbeiter der Umweltschutzbehörde hat ein Angebot. Ihr Unternehmen hat aktuell einen hohen Energieverbrauch. Aha, den können wir jetzt auf Solarkollektoren umsetzen. Dann würden wir ein bisschen mehr zahlen, aber wir machen damit sind ein gutes Bild für die Öffentlichkeit, denn wir setzen auf sauberen Strom. Genau. So, Nazis töten hat Erfolg. Und ich will nicht gleich ein kleines Päuschen machen, deswegen gase ich jetzt hier nochmal rein. Klingt irgendwie toll. Nazis töten, nicht gase rein. Okay, James hat gute Technik, gute Geschwindigkeit. Noch besser Technik, noch besser Geschwindigkeit. Aber langsam auch ganz schön teuer, aber egal. Hector ist nicht so gut, Jason ist auch nicht so gut. Wir nehmen Brenda, Wrathbait. So, zack, die gute Brenda auch noch mit an den Start gebracht. Sie macht auf alle Fälle ihr Mitarbeiter-Einarbeitungstraining und ihr anderen geht alle in den Urlaub. Ah, die sind unterfordert, sind sie gerade. Gut, meine Mitarbeiter sind unterfordert, liebe Leute. Das ist doch ein gutes Zeichen, um mal noch einen kurzen Aufnahmestopp zu machen. Ja, die Folge ist jetzt ein bisschen länger geworden, aber dafür haben wir auch richtig viel geschafft.
Ich hoffe, mein nächstes Spiel wird ein Erfolg. Das soll ein großes Spiel werden. Habe ich jetzt ja auch alles erforscht. Ich habe die nötige Anzahl Mitarbeiter, um das zu wuppen, und bin guter Dinge. Ja, wie immer, schreibt mir euer Feedback in die Kommentare. Ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Ich freue mich, dass ihr vielleicht sogar kommentiert habt. In diesem Sinne, haut rein, gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal. Euer Hyuga.